so, Treffpunkt wird mit Sicherheit hier in der Mitte sein. Komplettes Gegenteil zu dem, was bei Inferno vorher war. Hier haben wir jetzt viel Platz, viel Möglichkeiten zu variieren, den Angriff zu gestalten. Oben zu dritt, den Höhenvorteil, der Höhenvorteil wird ausgenutzt. Es ist 3 gegen 3. Und da wurde 2 HP abgezogen durch die Decoy-Granate. Wieder vorsichtig wie in der letzten Runde. Volcanion Royal breitet sich hier gut aus. Bringt hier Arise in den Rückwärtsgang. Das hat nichts zu bedeuten. Hat nichts zu bedeuten, Messer. Nein. Die müssen sich auch vortrauen. Wer wird den ersten Stich machen? Da werden die Pistolen vorgeworfen. Ja, jongliert. Hier habt ihr die Bombe. Hier habt ihr die Bombe, lasst uns. Und der erste Stich von Exit. Und zugestochen. 5 zu 3. Und da wird der vierte geholt. Und der letzte... Nein, der Domme sticht einmal zu und hat den Knife Kill, aber ist hier ziemlich aussichtslos. Und hier ein fast flawless Knife Round. Jetzt bin ich gespannt, für welche Seite sich sie entscheiden werden, ob es CD wird oder ob es die schwere T-Seite wird. Aber haben wir auch schon bei Inferno gesehen, also es entscheidet nicht immer so, wie lastig die Map ist. So, und sie wollen wohl stayen oder wird jetzt nochmal resettet? Wird nochmal resettet? Mist. Spiel startet neu. Und Team Volcanion auf der CT-Seite. So, Dele. Jetzt bin ich mal gespannt, wie hier die Taktik sein wird. Voller Rüstungskauf auf der CT-Seite. Auf der T-Seite gibt es Tech-9 und paar P250 und ein paar Granaten. Komplett ohne 2A, Rüstung. Einer Mitte, 2B. Ts machen langsam. Verzögerten Argo vielleicht. Corgi-Meister sichert nach hinten ab. Und geht vielleicht auch noch ein bisschen auf B anklopfen. Aber sehr entspannt geht es erstmal in die erste Runde. Sehr langsames Spiel. Ist man von auf der T-Seite gar nicht gewohnt, der ersten Runde. Ja. Da ist vielleicht schon die erste Smoke, die auf dem Argo deuten könnte. Und Domme geht vor. Sofort die Gegensmokes. Eines Underholz. Electrigger wartet hier auf seine... Electrigger holt 2 Frags, holt er den dritten? Nein, wird leider gegengeholt. Maggi über die Exit kann hier was machen. Ist leider abgesmoked. Domme hier allein und aussichtslos. Die Bombe wenigstens auf den Boden gebracht. Gibt ein bisschen kleines Taschengeld noch. Nur ein Verlust auf der Seite von Volcanion Royal. Ja, noch ein paar Granaten sogar in die nächste Runde mitgenommen. Da ist die Scout, eine Tech-9 gesaved. Rüstung gekauft komplett bei allen. Und da kommen die Waffen, da wird reingeforst. Eine M4, P90, MP7 und eine Bison. Wieder 2 auf A, 2B, 2 in einer Mitte. Ich weiß nicht, ob Electrigger mit der Bison offensiv spielen wird. Sieht nicht danach aus. Auch wieder langsam bisher angespielt. Aber Corgi-Meister geht ein bisschen offensiver. Horcht mal auf B. Die Bombe geht auch Richtung B. Electrigger geht wieder an seinen Spot unter Holz. Ich denke mal, YOLO D wird hier vielleicht den Fake anfangen. Und hier ist natürlich jetzt spannend, ob Maggie den Frag gegen Corgi-Meister findet oder ob er ihn generell sieht. Ganz vorsichtig. Sie sind natürlich tödlich mit der P90. Ein Rush wird da nicht wirklich dastehen. T-Ram tut sich was. YOLO D traut sich vor und Exit holt ihn. Und ein Wahnsinn gespielt. Der Fake hat funktioniert. Verschoben wurde.
Aber Maggie ist schon da. Maggie ist schon da. Maggie wurde geholt. Kitchen. Kann ihr den Frag holen? Future steht in Kitchen, kriegt jetzt Unterstützung. Corgi Meister holt ihn. Electrico mit der Bison. 3 gegen 3. K und Bench steht noch. Einer in Apartments. Hier. Bench muss geholt werden jetzt. Wird geholt. Cybermonkey alleine noch. 3. Was macht Cybermonkey? Der hat hier, glaube ich, auch nicht mehr wirklich viele Chancen, was zu machen. Well played von Bull Canyon Royal. 2-0. Schön gespielt auf jeden Fall von Vulcanian Royal, 2-0. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob sie auf T-Seite holen können. Ich denke mal, jetzt wird der... Nein, es kommt... Oder doch, es kommt ein gesplitteter Go. Aber wird kein schneller Go, weil die Bombe bleibt liegen. Ich denke mal, wird jetzt nach für den Pick geguckt. Domi geht hier in die Mitte. Mit der AK. Cyber Monkey Underpass. Wirft hier seine Granaten. All Future wird hier mit Granaten eingedeckt. Und Yolo D holt den Frack. Er holt. Da kommt der Boost ins Window von Domme. Domme schleicht sich wieder, hat schon in der letzten Runde bewiesen, dass er... Steffen holt den zweiten Kill auf dem A-Spot. Maggie wird beim Verschieben geholt. Maggie. Future auf CT. Future wird auch geholt. Wieder ein... Wahnsinnig gespielter Zug von Domme. Einfach wieder hinter die Enemy Lines. Er wird, denke ich mal, die Waffe safen. Mit 2-0 Führung. Aber die müssen erst die Bombe noch holen. Die liegt ziemlich weit hinten. Aber so wie es aussieht, macht ihnen Corby Meister keine großen Gefahren mehr. Zumindest für den Bombplan. Und ja. Cybermonkey könnt ihr noch hier finden. Sind auf der Suche. Aber ich glaube, die Entscheidung liegt dann doch da, einfach defensiv zu bleiben und hier und da abzuaimen und den Bombplan durchzubringen. Auf jeden Fall, die Waffe ist wichtig für die nächste Runde. Die Frage ist, ob sie auf die Suche gehen werden. Sie aimen ab, aber wie gesagt, sie rücken ein bisschen nach. Bombe bleibt noch im Sichtfeld von Domme und Corgi Meister. Es wird ein bisschen geguckt. Yolo D schaut auch ein bisschen rum. Cybermonkey schaut hier noch Richtung Kitchen, aber Corgi Meister hat auf jeden Fall einen guten Ort gesucht, um zu safen. Und da ist das 2-1. Es geht spannend los, wie die letzte Runde aufgehört hat. Da ist die Scout. Force auf der CT-Seite. Ja, Farmers, M4, Deagle, Scout. Die Bombe wird wieder im Spawn liegen gelassen. Es wird wieder geschaut, wo man den Entry-Frag kriegt. Corgi Meister geht hier schnell für den PKW-Peak, aber sie peaken nicht. Maggie schaut hier rein und kann jetzt zumindest mal predikten, dass mindestens einer auf B-Seite ist in den Apartments. Corgi Meister steht zur Stelle. Und jetzt wird Corgi Meister geht offensiv für den Pick. Short hat er gesehen. Hinter sich ist abgesmoked, noch zumindest. Und er kann den Pick kriegen. Er holt den Pick. Und jetzt kann er hier Maggi. Und er holt den zweiten Pick. Er sieht Maggi. Und Dom holt in der Zwischenzeit auch 2 Kills. Future ist hier alleine am CT-Spawn. Komplett eingekesselt und der Granate kommt. Wahnsinnig gespielt. Muss man lassen. Verdient es 2-2. Aber wie sagt man so schön, in den ersten 3-4 Runden kann man das Spiel noch nicht predikten. Man muss ja auch sagen, für 4 Runden gespielt sind 2 Runden auf T-Seite, hier auf Mirage auf jeden Fall auch schon stark. Hier kommt der schnelle Push von Future gegen Domme und er holt fast den Pick. Sie wissen, wo die Bombe ist. Domme ist alleine im Palace. Und die können die Waffe picken. Er holt den ersten, er holt den zweiten mit einem One-Click. Und Yolo D geht hier durch Action rein. Und jetzt sind sie komplett auf dem A-Spot.
Corgi Meister. Über Connector. Wird jetzt vielleicht Connector hinter sich geholt. Und Maggi, der letzte CT, auch durch den Connector. Flawless Runde. Völlig verdient für Team Arise auf T-Seite, dritte Runde. 3-2, es bleibt spannend. Auf CC-Seite wird gekauft. Dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Es sieht nach einem schnellen B-Run aus. Diesmal sieht es nach einem schnellen B-Run aus. Jetzt gucken wir mal, ob YouTube Steffen bremst ein bisschen ab. Sie gehen leise. Aber das erste Mal, dass sie komplett als Team geht. Future kommt hier und er holt den Pick. Wahnsinn. Guter Pick auf jeden Fall. Wichtiger Pick. Maggi ist abgesmoked. Die Flash hat nicht connected. Da war die Flash eher zu für die T-Seite. Und er kriegt den Frag nicht. Electrigger kommt jetzt durch die Küche. Emmy kommt, Future kommt für Short. Alle anderen drei verblieben. Der Molly war stark auf jeden Fall. Und Future kann den ersten Kill holen von Short. Er holt den zweiten und wird von Corgi Meister geholt. 1 gegen 1. Alles Corgi offen. Gegen Corgi. Spannendes Spiel, aber da kommt der Frag. Well played. 4-2. Ich bin gespannt, ich bin so aufgeregt. Jetzt ist die AWP da. Domme mit der AWP, das wird interessant. Der hat auf Inferno eben schöne Kills geholt. Damit. Ja, auf CT-Seite. Da war der First Pick. Exit kann hier noch YouTube Steffen holen. Er weiß, dass er da ist. Er weiß, dass er da ist. Wird jetzt aber abgeamt. Domme eben Connector ab. Der Krieger wartet und schon. Da ist er. Exit holt den Frag. Kriegt aber jetzt den Gegenfrag. Maggi wird geholt. One Click von Domme. Corby Meister hat sich eine AK ergattert. Und die Bombe liegt weiter in dem T-Spawn. Da kommt die Ablenkungssmoke. Er geht safe. Er nimmt die Waffe mit in die nächste Runde. Gute Entscheidung. Wichtige Entscheidung. Mit einer AK kann man viel machen. Und jetzt kommt der Bombplan. 5-2 für Team Arise. Ja, ich denke auch nicht, dass hier die Jagd kommt. Zu zweit ist es zu riskant. Ich denke, das ist Death auf dem Spot bleiben. Somit kann Corby Meister auf jeden Fall sicher safen. Schön gespielte Runde wieder. Exit hat hier gute Frags geholt, aber hat leider nicht ganz gereicht. Aber wichtig, dass auf jeden Fall Corby eben mit der AK in die nächste Runde startet. Schauen wir mal kurz aufs Scoreboard. Top Fraggers Domme. Gefolgt von Corgi Meister und Future. Okay. Die AWP ist wieder. Auf der CT-Seite. Zwei AWPs auf der CT-Seite. Und eine AWP auf der T-Seite. Bin gespannt. Trigger ist auf A. Kriegt aber nicht die Chance auf den First Pick. Und Future, oh, Future holt den First in der Mitte Domme. Awe Duell. In der Mitte. Awe von der T-Seite ist... First Mittelfrag ist hier immer ultra wichtig auf der Map. Das ist echt rundenentscheidend. Corgi Meister wird abgesmoked. Die Flash kommt. Wird er durchpushen. Er macht den Fake, kriegt aber die AWP zu spüren. Corby Meister kann jetzt hier vielleicht auf Tetris reingreifen. Holt, kriegt den Frag nicht. YOLO D hat hier einen guten Frag gemacht, hat seinem Teammate das Leben gerettet. So, und jetzt kommt die Bombe. Schade. Sah gut aus für Vulcan. Cybermonkey steht hier bereit. Zum Abfangen. Royal Exit versucht es über den CT-Spawn. YOLO, die aimt T-Spawn ab. Future ist im Connector. Traut sich ins Feuer. Und da kommt der AWP-Schuss. Cybermonkey holt Future im Connector. Aussichtslos, er muss auf jeden Fall wieder die Waffe safen.
Frage ist, ob Cyber Monkey die zweite AWP mitnehmen wird. Oder ob er... Oder ob das Team... Und er nimmt sie mit. Double Orb auf T-Side. Das ist Moment. Natürlich schmerzhaft. Und gleichzeitig das 6:2. Die M4 ist gesichert. Da kann jetzt, kommt jetzt auf jeden Fall der Force bei von der CT-Seite. Die Orb liegt. Und Domme mit AWP. Future mit der AWP wieder im Mittelduell wahrscheinlich. Gegen Domme. Das letzte Duell hat er gewonnen. Domme geht offensiv. Und da wird der erste Pick geholt. Und Domme aimt Short up. Corby mit der 5-7. Palace ist clear, aber der Pick kommt und durchs Unterholz. Exit kommt auf Short. Maggie ist abgesmoked und abgebrannt. Weggeholt. Und Future geht safen. Die AWP safen. Ich gehe stark davon aus, dass sie ihn jetzt suchen werden. Ja, auf jeden Fall. Mit so vielen Leuten, da gehen sie auch schon los. YOLO D wird, denke ich, defensiv bleiben an der Bombe. Dennoch sehr verhalten. Ja, sind nicht so richtig sicher. Corgi Meister steht ja im Kitchen. Domme geht los, könnte hier connecten. Ja, aber Domme steppt aber ziemlich laut, könnt ihr, müsst ihr aufpassen, dass er nicht selber den Frag abbekommt. Ja, er wird die AWP verlieren? Nein. Nein, er bleibt defensiv. Das 7:2 für Team Arise auf Terrorseite. Und auf Terrorseite, ja. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Man kann ja nicht wirklich predikten. Es ist zwar eigentlich CT-sided, aber es kommt immer auf die Teams drauf an, wer wo auf welcher Seite besser spielt und alles Mögliche und sowieso. 7 Wissen ja alle, ja. Runden in Folge für Team Arise. Das Geld sammelt sich auf der Terrorseite. Ja. Wirklich und stark gespielt. Schnellen B. Ja, mal sehen, ob hier Royal den Frag die Granate. Im Underpass. Und da kommt der. Jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass in Apartments was ist. Electrical mit der Granate, die könnte richtig gut sitzen. YOLO reißt ein gutes Loch rein. 12 HP. Und veraimt den ersten AWP-Schuss gegen Corby. Jetzt kommt der Bego. Der muss sitzen, der sitzt. Domme mit der AWP. Bleibt defensiv. Und die Double Nade, schön gemacht. Und Future holt sich die AWP. Nein, er lässt sie liegen. Exit hier offensiv, aber voll blind. Und holt noch einen Frag. Future kommt über Short. Domme kriegt den Frag. Maggi kann hier noch was machen. Beide Gegner low. Beide Gegner low. Da ist der Plant, aber wird abgeaimt. Schade, schade, schade. Domme wieder sehr stark. Sehr, sehr stark. Wie in der ersten Halbzeit auf Inferno-Seite. Mal sehen, ob CT reinforst. Sie können auf jeden Fall reinforcen. Werden sie, denke ich mal, auch machen. Beziehungsweise machen müssen. Sie könnten sogar eine AWP kaufen. Und sie kaufen es auch. Future mit der AWP. Future geht Loser-Bonus. Auf A. Bin mal gespannt. Hier Corgi Meister mit dem schnellen Pick wieder. Und da wird die Granate versammelt, aber geflasht. Und geht defensiv auf den Spot. Sieht nach einem B-Go aus. Corgi Meister schon drauf und... Electrical holt den Frag. Wichtiger Frag. Und er kann predikten, dass auf jeden Fall noch einige auf der... in den Apartments sind. Cybermonkey holt den Gegenfrag. Trigger, den muss Trigger jetzt haben. Sehr schön gespielt. Den zweiten Frag von Electrical. So, sie entscheiden sich für den A-Go. Hier steht... Corby bereit. Wartet schon. Und der AWP-Frag, sehr wichtig. Und der zweite AWP-Frag. Die Bombe down. Die Runde geht an Vulcanian Royal. Schön gespielt. YOLO D wird hier safen. Aber ich denke mal, Electrical wird ihn hier vielleicht gleich... Nein, nein, okay, wird er nicht. Ich bezweifle, dass sie ihm die 30 Sekunden geben. Er wird es selbst versuchen. Er wird versuchen, noch eine Waffe mitzunehmen. Gegner. Ja, YOLO D geht hier offensiv, verpasst hier gerade den Pick, aber hat den Pick.
Maggi hat's erwischt. Wenn er jetzt hier noch reinklatscht, wäre das ultra... Oh, da... Schade. Jetzt hat er sich verraten, jetzt kommt von Schaut und, ja, well played. Vulcanian Royal, sehr schön gespielt, die Runde, Wahnsinn. Electric hat einige krasse, wichtige Frags geholt. Und sie holen sich die zweite AWP von YOLO. Ja, das kommt noch dazu. Ich bin mal sehr gespannt. Wichtig, weil sie haben fast kein Geld da gehabt. Future geht auf A. Corby auch auf A. Doppel Orb und A. Full AK bei auf der Terrorseite. Schlechte Smoke. Und da sind die Stairs abgesmoked. Corby Meister kommt im Palace. So wird ein A-Go. Völlig, brennt völlig. Corby Meister im Palace. Aber sie gehen jetzt drauf. Maggi kommt über den Connector, wirft die Nate on spot. An den Stairs. Kann er den Frag gegen Steffen, YouTube-Steffen holen? Und leider etwas falsch die Granate positioniert, aber wer weiß. Palace steht jetzt noch und einmal Tetris, Cybermonkey. Und er wird geholt. Jetzt hängt alles an Corby Meister. Und er wird auch gekriegt. Sehr schön gemacht von Electrigger. Well played. Electrigger hat schon sehr stark dazu beigetragen, die zweite Runde zu holen in Folge. Haben wir hier das Comeback 8 zu 4. Ja, Mann, DJ Arise. Wer ist DJ Arise? Ein Kumpel von mir. Zufällig heißt halt auch Arise. So, da haben wir wieder 3 auf B für den Pick, aber hier ist, brennt schon alles und ist schon alles abgesmoked. Die Bombe liegt aber wieder im T-Spot. Ja. Elektriker YouTube Steffen durch die Wand zu holen. Und YOLO D stehen defensiv. Cybermonkey und Domme können wieder mit dem Boost eventuell. Aber kommt der Boost? Der Boost kommt. Domme geht rein, Maggi holt er und geht wieder rein, hinter die Linien, genau das gleiche wie vorher. Electrogram im Ladder Room. Mal sehen, was Domme jetzt hier rausholt. Einer ist auf Bench. Ich bin jetzt mal gespannt, ob es der A oder B Go wird, es ist völlig alles offen. Die Bombe und geht auf A. Electrogram auf Short. 1 gegen 1 auf dem B-Spot. Korbimeister wird geholt zweiten. Und wird jetzt hier wahrscheinlich von Domme geholt, der sich dahinten versteckt hat. Die Bombe geht auf den A-Spot. Corby Poo ist im Ladder Room. Ist alleine auf dem A-Spot gewesen. Und da ist wieder der Safe. Hey LJ, was geht ab? Ja, das ist dieses E-Sport, von dem alle reden. So, wir haben den Safe vorbeigelaufen. Und hier nochmal alles abgecheckt. Domme wieder auf der Suche. Aber wieder bringt er die Runde durch. Im Ladder Room. 8 zu 4. 9 zu 4, Entschuldigung. Das 9 zu 4 von Team Arise. Vulcanian Royal muss hier auf jeden Fall nochmal richtig reinhauen. Die haben jetzt die Magic AK, wie ihr es auch gerade anschaut. Mal sehen, ob sie damit was reißen können. YOLO D mit der AWP. Er geht für den Peak auf A-Ramp und hat ihn gerade verpasst. Die Smoke war lebensrettend auf jeden Fall. 3 auf B, einer steht im Connector. Könnt ihr den Frag kriegen auf Mitte? Und sieht ihr nicht glücklich. A ist komplett frei. YouTube-Steffen alleine auf A mit Domme. Maggi steht im Jungle, könnt jetzt hier einen Frag holen. Mit der Pistole. Er kriegt den ersten Frag. Und jetzt prediktet er gut. Ja. Sehr schön, well played. Er holt den zweiten Kill. Aber jetzt kommt der Molly und die Granate. Schön gemacht, 10 zu 4. Aber auch noch gute Frags geholt von Maggi auf jeden Fall. Aber langsam kommt es immer mehr in die Nähe. 10 zu 4.
Wird es die entscheidende Runde sein? Seite bei Maggi. Ich denke mal, er versucht in der Mitte einen Pick zu holen. Ja, gegen Domme. Er hat es schon mal geschafft vorher. Aber er hat wartet, sich aber jetzt nicht Flash kommt. Vorgetraut. Da hat er aber vielleicht gesehen. Domme Future hier mit der Mac 7. Jetzt wieder. Er weiß aber nicht, dass er da ist. Molotov im Window. Das war's mit dem Window erstmal. Domme geht offensiv. Und da war auch Future mit dem Mac 7 ziemlich offensiv an der A-Ramp. Hier kann Domme Steffen, verhebt. YouTube Steffen und geht Electrica zurück. Im Ladder Room. Schöne Nate. Corby kann hier auf jeden Fall was machen, aber die gehen zurück. Das wird ein B-Go. Electrica holt den Kill auf B. Domme holt die Bombe. Oder geht doch zurück. Zurück Richtung T-Base. Bin mal gespannt, was sie jetzt machen. Zwei Spieler von Team Arise in der Mitte. YouTube Steff und Cybermonkey. Und da kommt der Pick. Holt den Kill. Kann Monkey hier den Pick holen? Und er wird... Es wird nochmal spannend. Future gegen Domme. Die Swag 7. Die Swag 7. Und er kriegt und den... Und Domme holt ihn. Wahnsinn gespielt, muss man sagen. Jetzt muss hier Exit richtig reinklatschen, sonst wird es langsam echt kritisch. Wird es das 11-4? Cybermonkey steht bereit. Er hat, weiß noch nicht, wo er kommt, aber er hat den Vorteil, er hat den klaren Vorteil, dass er da so eiskalt steht. Und da war die AK. Da war die AK. Und er hat den Frag. Schön gemacht. Jetzt wird es schwierig, auf jeden Fall für Exit. Domme steht Ninja. On-Spot. Schade. 11-4 auf Terrorseite. 11-4 auf Terrorseite ist richtig krass. Da nochmal das Comeback kommt von Vulcan Royal. Wir werden sehen, vielleicht radieren sie auf T-Seite jetzt auch richtig rein. Viermal Rüstung auf Terrorseite. Und Electrica und drei hat nicht Flash. Gekauft. Er hat nichts. Doch. Da wird hat jetzt auch noch die Rüstung gekauft. Ja, die Rüstung ist da. Und Team Arise wieder nur mit zweimal Rüstung. Future geht Underpass. Keiner geht in die Apartments rein. Cybermonkey steht short. Sieht nach einem A-Go aus. Corby schaut für den Pick. Geht offensiv. Firebox ist steht. Holt den Frag. Future radiert rein und holt den dritten Frag. Wichtige Runde für Vulcanion. Auf jeden Fall, Runde. Sehr wichtige Runde. Corgi Meister holt noch einen Frag weg, aber wird dann gegengeholt. Sehr wichtige Runde, 5-11. Kommt der Force kommt. Und da ist schon die erste AK. Mac 10, Galil. Auf CT-Seite gibt es ein paar Granaten und Pistolen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Vulcanion Royal hier jetzt auspackt. 2B, eine Mitte, 2A. Exit schaut hier für den Entry-Frag. Und hier könnte Corgi Meister. Und da war der Hit war da. Die Granate könnte jetzt richtig reinreißen. 53% ja, noch. Er konnte noch wegspringen. Und er hat den Entry Frag. Exit hat den Entry Frag. Cybermonkey steht short. Muss jetzt hier richtig gut reagieren. Und verrät sich. Ziemlich schwer, ich denke. Domme allein im Plan. Jetzt wird es richtig schwierig, da noch was zu machen. Cybermonkey geht in den Ladder Room. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Im Endeffekt kann er aber nicht viel machen, aber er könnte. Okay, er könnte den Frag holen. Schön er hat gemacht. Einen geholt. Sehr gut. Eine Waffe wegnehmen und vielleicht noch eine safen. Wäre auf jeden Fall schon ein starker Ausgang. Sie wissen aber jetzt, wo er sitzt. Ja. Ich denke mal, er wird am Schluss nochmal versuchen. Gut, sie erwarten ihn schon. Schade. Hat's probiert. War auf jeden Fall gut. Und Exit mit seinem zweiten Kill. In der Runde. Ja. 11-6.
11 zu 6. Wird knackig auf jeden Fall. Da kommt das Comeback. Da ist die Pause geforst. Ping-Probleme bei Exit war das, glaube ich, wieder. Hatte vorhin schon am Anfang auf Inferno-Probleme. Die Pause wurde widerrufen. So, wir haben 4 AKs. Gegen eine Echo auf CT-Seite und eine Galil, meinen sich. Also 4 AKs in eine Galil und die Echo auf CT-Seite. Da kommt der A-Ramp Rush. Und den schönen Death. Schau, da kommt die Molotovs. Oh, da war ein Frag, war da. Von Exit. Als hätten sie es gar nicht. Da könnte ein bisschen Damage gemacht werden. Domme noch einen wegholen. Aber da kommt... Von beiden Seiten kommen sie jetzt. Future von hinten. Und kriegt er den... Er holt den Frag noch. Er hat noch den Frag geholt. Gute Sache auf jeden Fall. So, jetzt bin ich gespannt. Und da ist die AWP. Auf T-Seite Future hat die AWP. Da werde ich gleich mal drauf bleiben. Ich bin mal gespannt, ob er Mitte... Sieht nach Mitte aus. Ja, er geht für Mitte. Ich denke mal, CT-Seite wird noch nicht viel zu bieten haben auf Mitte. Seite, Domme Pennis kommt in die Mitte, aber nur mit der M4. Hat er das jetzt schon mitbekommen? Domme steht unten. Könnt jetzt den Pick holen. Corby will steht im mit Smoke. Der Bombe im Palace. Domme extrem offensiv hier im Smoke. Hat Solo jetzt die Steps gehört und hat den Frag geholt. So, der Go auf A läuft. Bombe down, hallo. YouTube Steffen, haut sehr rein. Sehr schön gemacht von YouTube Steffen und von Yolody. Sehr schön. Domme und schließt ab. Ist das 12 zu 7. Jetzt wird's langsam echt knapp. Ich bin mal gespannt, ob noch ein paar Runden kommt. War natürlich auf CT-Seite angefangen. Vulcanian Royal hat schon ein paar gute Runden geholt, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Sie müssten jetzt nur noch ein paar holen. 12 ist schon extrem, wird schon extrem dünn nach oben. Mal sehen, ob hier Domme den Pick kriegt mit der AK. Sie bauen einen Tower. Exit kann hier picken. Aber wurde schnell durchschaut. Domme war am Start und hat das frühzeitig gesehen. Electriker kommt durch mit der Granate, die könnte... Ah, da hat er sich gerade gerettet, hat aber noch erwischt, 2 HP noch. Und der holt den Electriker mit einem Wahnsinnsspiel hier auf der T-Seite. Magi holt den zweiten Kill. Domme mit 2 HP noch im Jungle. Und die Bombe, denke ich, wird jetzt nach A kommen. Unschlüssig. Gehen über T-Base auf A. Und das komplette Team Arise wechselt auf die B-Seite. Ja, Domme steht noch im Jungle, könnt gleich noch verschieben, hat aber allerdings auch noch 2% Leben. Future macht sich hier bereit für die Verschieber. Und da ist der Go auf den Spot. Da wird sogar der Pick noch geholt. Domme steht an den Stairs. Kann er noch was machen mit 2%? Maggie kommt. Er holt noch einen. Er holt den Frag und er kann predikten. Er holt den nächsten. Mit 2% der Klatsch. Mit 2% und noch ein. Den dritten. Wenn er das reinklatscht. Mit 2% der Klatsch des Grounds. Ich glaube es nicht. Corby spielt auf Zeit. Und jetzt 22 Faden. Und ich weiß es nicht. Holt er den Klatsch? Er holt den Klatsch. Er holt ihn. Ach du Scheiße! Er holt die Runde. Wahnsinn, mit 2 Wahnsinn. HP. Ganz ehrlich. Er holt die Runde mit 2 HP. Mit 2 HP reingeklatscht. Absoluter Wahnsinn. Richtig krasse Runde von verdiente Dom. Runde auf jeden Fall. 13 zu 7. Vulcanian Royal muss gerichtet. Jetzt noch was machen. Ich denke mal, es wird ein schneller Go auf A kommen, ja. Mit Pistolen, Tech-9s. Paar Smokes, Granaten. Erwartet werden sie hier von Yolody. Und er holt auch den ersten Frag. Und den zweiten Frag wird aber gegengeholt. Hier wird CT abgefangen. Die Bombe wird geblendet. Wird nicht geblendet. Das wird Domme eines... Sieht Magie nicht.
Und da wurde geholt. Maggi holt sich Dobbe. Maggi holt sich die AK. Kann jetzt hier selber Maggi noch holen? Schade. Krasse Hausnummer von Domme, die Runde davor. Ja, ich Wahnsinn auf jeden Fall. Ich kann es nicht glauben, wie er mit 2 HP 1 gegen 4 noch holen kann. Machen wir gespannt, der Force kommt. AKs und Galils auf der T-Seite. Gegen AKs und M4s auf der CT-Seite. Das wird jetzt ein B-Go. Aber kein schneller. Cyber Monkey steht bereit. Zusammen mit Korrigimeister. Die Granate kommt. Den Underpass. Dome im Window. Leider nicht connected. Da ist, da könnte gleich der Pick sein. Korrigimeister hat sich vorgeschlichen. Future brennt. Aber Dom hat keine Ahnung, dass er unter ihnen ist. Bühne Super macht der Entry Frag. Auf B. Er ist auch alleine mit der Bombe auf B. Cyber Monkey alleine mit der Bombe auf B. Geht defensiv. Und ich denke, sie bereiten den Fake auf A vor. Der restliche Team ist auf A. Holen den Frag. Cyber Monkey lässt sich aber nicht. Ja. Er weiß, dass Maggi holt die Bombe und es wird ein A-Go. Also er geht vermutlich auf A. Future immer noch unter dem Window. Jetzt weiß aber Domme, dass er da unten sein muss. Und da kommt auch der Angriff. Domme hier eigentlich im Vorteil. Aber Future lässt nicht mit sich fackeln. Und schön wird aber geholt. Jetzt kommt der A-Go. YOLO holt den Bühne ersten weg. Alleine. Und holt den zweiten weg. 15-7. 15-7. Wahnsinn, ich Wahnsinn, Wahnsinn. Ich möchte hier nichts sagen, aber ich glaube, die zweite Map geht definitiv an Team Arise. Wesentlich stärker als auf Inferno in meinen Augen. Inferno und, war noch ausgeglichen. Ja. Aber was und Inferno, hier, also Mirage ist jetzt ja auch der Pick von Arise. Deutlich zu sehen hier, aber konnten wir ja vorher nicht predikten. Wenn auf jeden Fall verdient ist, 2-0, Wahnsinn, Game, muss man auch sagen, Vulkanian Royal hat einige richtig gute Runden hier auf T-Seite geholt. Aber wirklich, das Highlight dieses Abends. Der Highlight war der Klatsch von Domme. Der 2-HP-Klatsch war Wahnsinn, der war richtig nice. Domme versucht hier wieder offensiv in der Mitte. Und holt den Frag mit Sicherheit gegen Electric. Wahnsinns-Play, Wahnsinns-Play. Maggi kann hier den Deagle Shot holen. Und der Deagle Spray, der Deagle Spray. Vorbei, well played. Well played. Good games. Krasses Spiel. Wahnsinn, ich bin fix und fertig. War absolute Hammer. 16-7. Muss man echt sagen, verdient für Arise. Wahnsinnsspiel. Nochmal Kratz an Domme für den absoluten Klatsch des Grauens. Aber genauso auch Electrigger hat wirklich richtig wichtige Kills gemacht. Er war nicht Top-Fragger, aber hat Kills eben gemacht, die Runden entscheidet haben. Also auch nochmal Kratz auf jeden Fall an Vulkanian Royal. Da sind die Profispieler schon hier im Chat angekommen. War der Wahnsinn auf jeden Fall. Absoluter Hammer. Erste Runde super spannend. Zweite war ein bisschen entscheidender für Team Arise. Und Domme hat es einfach rasiert mit seinem 4K-Klatsch mit 2 HP. Absoluter Wahnsinn. Ich bin ganz aus dem Häuschen.